Guten Morgen. Wir sind schon ganz früh wach. Wir haben es 9:26 Uhr, aber es ist Sonntag. Deswegen meinte ich halt früh. Bei Mia wird in einer halben Stunde ungefähr gebracht. Ich weiß nicht, ob Koya das gestern so richtig erzählt hat, aber ich war ja essen. Und es war eigentlich abgesprochen, dass... also Mia war mit Amy im Rastiland und dann wollten die beiden bei uns schlafen. Ich habe auch gesagt, ja, ich habe da gar kein Problem mit, können sie gerne machen. Und dann waren die aber noch kurz zu Hause, weil die Amys Sachen packen mussten. Und dann hat Amy sich irgendwie in der Badewanne oder so den Zeh gestoßen. Und also nicht gestoßen, sondern der ist so abgeknickt. Wisst ihr, was ich meine? Oh, was? Tut ihr immer noch weh? Sie hat jedenfalls Aua und ja, konnte dann nicht kommen. Und Mia hat dann total doll geweint, weil sie unbedingt bei Amy sein wollte. Und deswegen hat Mia dann bei Amy geschlafen. Sie hatte zwar gar keine Klamotten mit, aber Svenja, also Amys Mama, kann das sehr gut improvisieren. Ich glaube, die hat alles zu Hause oder so. Keine Ahnung. Nein, Moment. Pascal und ich haben das so entschieden, dass das funktioniert. Achso, Amys Papa. Ja, auf jeden Fall hat Mia jetzt bei Amy geschlafen. Nur die haben heute Morgen noch schon einen Termin. Und deswegen müssen sie schon so relativ früh zu uns bringen. Und wir haben jetzt schon, ich drehe mal die Kamera um. Das glaubt ihr mir sonst nicht. Also wir haben 9.27 Uhr, wir haben draußen 23,2 Grad und drinnen 17,9 Grad. Was ist denn da los? Und wir haben es halb 10. Also super Wetter und aus dem Grund gehen wir jetzt auch schon mal raus. Und ich wollte mein Auto, also das Auto aussaugen. Dann muss ich noch den Staubsauger mitnehmen, Liebling. Ja, auf jeden Fall, ich wollte das Auto aussaugen und Kolja wollte sein Motorrad putzen, weil weil er will heute nämlich Motorrad fahren. Genau. Und wir müssen auch noch diese ganzen Möbel, die wir bei Ikea, also ich bei Ikea gekauft haben, müssen wir noch hochtragen, aber die sind gar nicht so schwer. Deswegen wird das auch kein Problem sein. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal runter und ich muss euch irgendwie eigentlich auch noch zeigen, was ich gestern gekauft habe. Ich glaube, das mache ich in einem extra Haul beim Babybazar. Ich glaube, das ist besser. Naja, ich nehme euch einfach mal mit runter und ich nehme auch diesmal die Kamera mit, weil ich packe sie ja nicht in die Handtasche. Ich kann sie ja tragen. Genau. Dann zerkratzt auch nichts. Weil diese doofe Dings ist immer noch nicht da. Ich habe aber geguckt, das war einfach normal. Die Lieferzeit war irgendwie länger. Hatte ich nicht drauf geachtet. Naja, egal. So, gehen wir mal runter. Diese Koya ist ganz fleißig beim Motorradputzen. Ich habe auch das Auto sauber gemacht. Also ich habe es einfach ausgesaugt und ja, überall mal so ein bisschen hier geputzt. Aussaugen kann ich ja auch nicht. Ja, aussaugen kannst du nicht, ne? Genau, Ben guckt einfach zu. Also er hat doch noch einen Pullover an. Also Koya läuft hier wie im Hochsommer rum, aber es ist doch noch ein bisschen... ich bewege mich ja auch. Bisschen Dings, ne? Die Hunde dürfen nicht mit hierher, die müssen zugucken. Das sind übrigens unsere Möbel, unsere Balkonmöbel. Oh. Erzähl mal, was ist das hier alles? Was ist was? Warum hast du den Sitz abgemacht? Damit ich hier in die Kante rankomme, vernünftig. Naja, Koya ist hier jedenfalls am Schrubben. Und der Ben, der schaut zu, dass er das nächste Mal machen kann, ne? Jeden. Du kannst das nächste Mal machen. Du kannst das machen, ne? Ja, und Mia ist leider noch nicht da, weil die kommen erst später. Und Amy muss leider ins Krankenhaus wegen dem Zeh, weil der ist ganz blau. Und ja, die müssen halt gucken, ob der eventuell auch gebrochen ist. Dann haben wir hier zwei Leute, die... Zwei Gipsies, genau. Oh, ich hoffe natürlich nicht, aber ja, das heißt, die kommen, so weiß ich nicht. Zwischen halb elf und elf haben die gesagt, ne? Oh, es ist 10:10. Genau. Und ich wollte jetzt mal die Sachen aus meinem Smart ausladen. Und dann wollte ich schnell Baguette holen, weil wir wahrscheinlich heute grillen wollen, ne? Das habe ich noch gar nicht verraten. Ich habe gesagt, ratet mal in dem Hall, das sieht wunderbar aussieht. Ja, also wir wollen wahrscheinlich grillen und dafür brauchen wir Baguette, weil ich habe nämlich vergessen, so ein Kräuterbaguette zu kaufen. Naja, deswegen fahre ich jetzt mal schnell los, ehe alle da an der Schlange sind und kein Baguette mehr für mich da ist. Das wäre nicht so toll. Ich kaufe immer eine Kaviarstange, ich hoffe, die haben die auch. Also bis gleich. So, der Ben schläft jetzt, der liegt da im Bett und ist ganz schnell eingeschlafen. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Er braucht ja sonst momentan richtig lange. Ich bringe jetzt der Mia Erdbeeren. Die darf ein bisschen Tablet gucken unten. Und wollte ein paar Erdbeeren naschen. So, bringe ich immer runter. Bitteschön. Dankeschön. Ja, die Mia. Was guckst du denn? Benjamin Blümchen. Sehr schön. So, und ich gehe jetzt wieder hoch. Ich muss nämlich jetzt Video schneiden. Ich habe ganz, ganz viel Videomaterial, was unbedingt geschnitten werden muss. Eigentlich hätte ich viel mehr Lust, mich jetzt rauszusetzen. Koya hat nämlich die
Gartenmöbel gemacht oder die Balkonmöbel. Ich kann sie euch ja mal zeigen. Wartet mal. Tada, da sind sie. Da kommen jetzt noch so schwarze Polster drauf. Genau. Aber so sieht es erstmal aus und ich finde, das sieht richtig toll aus und das ist so auch schon voll bequem. Hier ist übrigens die Schaukel, habe ich euch die gestern schon gezeigt. Die ist halt noch zu hoch, die müssen wir nochmal runter machen. Ja. Aber da können wir, kann ich mich erst nachher hinsetzen, weil ich muss jetzt Video schneiden. Achso, und habe ich erwähnt, der Keuer ist Motorradfahren. Der fährt hier bestimmt gleich lang. Ich habe ihn gerade gehört. Wollen wir mal schauen, ob wir ihn sehen, ne? Habt ihr ihn gesehen? Ja, Keuer darf jetzt Motorrad fahren. Ich weiß nicht, wo er hinfährt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Wetter mega schön. Also wir haben hier bestimmt 25 Grad oder so, 30 Grad auf dem Balkon, keine Ahnung, muss ich gleich mal schauen. Aber wir machen es halt immer so, dass er meistens dann halt erst fährt, wenn die Kinder schlafen oder also wenn Ben auf jeden Fall schläft. Ne? Dass er dann quasi die freie Zeit nutzt. Ich mache meine Videos und er macht seinen Motorradkrams. So, ich muss jetzt erstmal rein und nachher wollen wir auf jeden Fall noch grillen. So, der Ben sitzt jetzt hier. Da ist ja unsere Bank, Keuer hat hier so einen Sonnenschirm aufgestellt, aber das können wir dann nicht machen mit dem Katzennetz. Aber wir haben hier das zugemacht, damit die Katzen da nicht hinkommen und damit es einfach schöner aussieht, ein bisschen zuer. Und das haben wir, zuer, das haben wir auf der anderen Seite auch gemacht. Und Ben hat keinen Bock mehr hier zu sitzen, ne? Ich habe gerade schon den Tisch gedeckt, weil wir wollen jetzt nämlich grillen. Das Problem ist nur, dass wir momentan mit einem Elektrogrill grillen und das dauert ein bisschen länger. Da ist unser Grillmeister. Bob der Grillmeister. Ein Stück Fleisch ist fertig und ein paar kleine Mini-Würstchen. Aber das ist hier unser Grilltisch. Und Mia, du sitzt hier, Fräulein. Mir ist beim Grillen, sind mir immer die Beilagen wichtiger. Also ich habe zwei Salate gemacht. Ben, sind die Würstchen wichtiger? Mama? Ja, was denn? Tani, kannst du mir eine Kindercola machen? Ja, ich mache dir auch eine Kindercola. Auf jeden Fall wichtig ist für mich Baguette, Kräuterbutter und Salat. Das ist das Wichtigste beim Grillen für mich. Senf wird überbewertet. So, Ben ist mittlerweile ziemlich müde. Das hört man an seinem Rumgenöle im Hintergrund. Wir haben jetzt richtig lecker gegessen. Und jetzt kommt das Schlimmste. Und zwar Grill sauber machen. Und zwar müssen wir jetzt diesen tollen Grill sauber machen. Und das Gute ist, die Hälfte davon kann den Geschirrspüler. Aber ich mache es heute mal sofort. Sonst mache ich es mal am nächsten Tag, weil ich zu faul bin. Aber heute mache ich mal den Grill sauber. Weil nämlich morgen holen wir Julia ab. Genau, morgen früh kommt Julia. Habe ich euch das schon erzählt? Habe ich euch das eigentlich schon erzählt? Meine Freundin hat morgen, also die nächste Woche quasi, ein Praktikum. Praktikum, nennt man das so? Ich weiß gar nicht. Und man muss sie quasi Probe arbeiten. Ben ist ziemlich müde. Und da fängt sie schon um 8 an und sie kann Julia erst um 8 in den Kindergarten bringen, grüßen. Deswegen bringt sie vorher Julia zu uns. Und deswegen freut Mia sich schon ganz doll darauf, dass morgen früh um 20 nach 7 oder so Julia kommt. Ben sagt Julia. Ja, der kriegt jetzt eine Milch und muss ins Bett. Der ist todmüde. Und ich räume mal weiter auf. So, ich habe Bens Flasche jetzt gemacht. Und Ben schläft heute unten. Und zwar geht er uns langsam auf den Nerven hier oben. Das hört sich jetzt total böse an. Aber wir können hier halt oben, wenn er oben ist, der wacht halt von jedem Pups auf. Ne? Also du kannst nicht mal mein Geschirr oder so wegräumen. Davon wacht er halt auf. Und deswegen haben wir uns jetzt, oder habe ich mich jetzt dafür entschlossen. Du hast das wutentbrannt einfach gemacht. Wutentbrannt, wie sei er wutentbrannt? Du bist jetzt verausgerastet. Ja, ich hab, guck mal hier die Spuren, die du hinterlassen hast mit dem Bett. Da. Das ist doch nicht von mir, oder? Da. Guck mal, das ist wirklich frisch. Ist das von mir? Nein. Nein, das war ich vor. Ich dachte Wochen schon. Oder so. Da. Was war denn das? Ich bin da mit meiner Schulter gegenkommen. Ich bin so scharf. Ja, keine Ahnung. So, also da schlafen die beiden Kinder jetzt. Also meine Hoffnung ist natürlich auch, dass Mia quasi hier unten mitschläft, wenn Ben hier schläft. Wo ist sie gerade? Da ist sie. Es ist eigentlich viel dunkler, aber auf der Kamera sieht das so hell aus, weil ich das eingestellt habe. Da ist Schnuppi, der trinkt jetzt seine Flasche. Guck mal, wie hell das jetzt aussieht. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier so eine Bude gebaut und da ist der Ben. Der, also der passiert jetzt eigentlich nichts mehr. Der kann sich auch mal hinstellen, der steht immer nur auf dem einen Bein, auf dem Heilen quasi. Und das macht er halt oben auch, aber meistens schläft er sofort ein und heute ist er auch sehr müde. Deswegen bin ich da auch guter Dinge. Und da unten wird Mia sich dann gleich hinkuscheln, wenn die Dame sich denn mal umzieht endlich.
So, Kaya und ich sind jetzt auf dem Balkon. Wir saßen eben gerade schon die ganze Zeit, aber mir ist das in den Sinn gekommen. Die Kinder schlafen übrigens. Alles ganz gut gegangen mit dem Schlafen. Mal hier die Balkontür zu machen, weil wir haben ja noch keinen... Oh nein, ich habe mein Dings geklemmt. Meine Decke ist noch ein bisschen kalt draußen. Aber es ist halt schöne Luft, aber so mit der Decke ist das halt voll schön. Wir liegen hier auf unserer Dings. Wir müssen vielleicht nochmal zwei Kissen kaufen, weil eigentlich wollte ich die drei Kissen nur da und da haben. So, da hingelegt haben. Aber so an den Seiten ist es irgendwie auch schön, wenn wir uns da hinlegen. Müssen wir mal schauen, ob wir nochmal zwei dazu kaufen. Gerade lässt welche zurückgegeben. Jetzt müssen wir wieder welche kaufen. Jedenfalls lag ich hier gerade und habe mir das Fenster angeguckt. Dieses Dreiecksfenster. Und ich habe halt keine Ahnung, was wir da machen sollen. Ich habe halt keine Ahnung, wie wir da einen Sonnenschutz hinkriegen sollen. Also ich habe schon überlegt, ob wir da Jalousien hinmachen oder sowas. Aber das gibt es halt einfach nicht für Dreiecksfenster. Und wenn, muss man die halt anfertigen lassen. Dann kosten die, weiß ich nicht, 500 Euro pro Fenster. Und das ist mir einfach nicht wert. Und jetzt haben wir schon überlegt, hatten wir letztes Jahr schon überlegt, ob wir da eine Folie kaufen. Ob wir das selber machen oder ob wir da irgendwie so einen Glaser kommen lassen. Wenn wir jemanden kommen lassen, ist auch arschteuer. Jetzt habe ich eben gerade eine Folie bei eBay, glaube ich, gesehen. Die ist 3 Meter lang, aber nur 75 cm hoch. Das heißt, wir müssten dann einen Cut machen. Und jetzt wollte ich einfach mal gucken, wie lang und hoch die größten Folien sind. Wisst ihr, was ich meine? Also was wir für Maße brauchen. Vielleicht machen wir ja dann 2 Reihen, keine Ahnung. Aber die kosten jedenfalls nur 11 Euro und für 11 Euro kann man es eigentlich ja mal ausprobieren. Deswegen habe ich jetzt hier mein cooles Laser-Messgerät. Damit messe ich übrigens alles. Da ist halt so ein Laser drin. Seht ihr den? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da ein Laser drin und da kann man halt total schnell die Entfernung messen. Ist halt total cool, wenn man jetzt eine längere Entfernung messen will. Zum Beispiel von hier bis da hinten muss man halt nicht mit dem Zollstock rumhantieren. Hier geht es eigentlich auch mit dem Zollstock, aber ich finde das Ding einfach cooler. Und ich messe jetzt mal die Entfernung und dann muss ich mal gucken, ob ich irgendwas bestellen kann. So, wir gehen jetzt ins Bett. Ich wollte eigentlich noch hier aufräumen, aber... keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Hier liegen noch Taschentücher. Ich habe eine Taschentücher zerfetzt. Ich habe gerade eine Folie bestellt. Und zwar wollen wir das jetzt erstmal testen. Die ist 3 Meter mal 75. Die wollen wir für die Balkontür mal testen. Wie man die dran machen kann. Die hat jetzt eigentlich 10, 11 Euro oder so gekostet. Und einfach mal gucken, wie das so ist. Und ja, sehen wir dann, ne? Würde ich sagen. Ich bin so stolz, dass die Kinder schlafen. Also nicht, dass ihr das falsch versteht. Wir wollen sie nicht nur loswerden. Klar wollen wir auch unsere Ruhe haben. Das hört sich jetzt wieder böse an, aber keine Ahnung. Ist irgendwie schon schöner, wenn Koya und ich uns in Ruhe unterhalten können. In Ruhe mal irgendwie Fernsehen gucken können. Und nicht immer so mega leise machen müssen, weil Ben halt jede Minute aufwacht. Ne? Und Mia schläft ja auch immer da in der Ecke. Und es hat immer irgendwie volles Haus. Und dann werden gleich die Katzen bestimmt noch. Jetzt schlafen sie. Da liegen sie. Aber normalerweise werden die immer so ab 10, jetzt wären es auch erst 9, ab 10 oder so werden die wach und rennen hier bei uns rüber und rennen übers Babybett und so. Ist halt voll der Film. Und Mia hat auch keine Angst gehabt, weil Ben ja unten war. Also Ben hat zwar nicht mit ihr in einem Bett geschlafen, aber wir haben das Bett ja genau rangeschoben. Und deswegen ist das vielleicht schon mal ein guter Schritt, dass Mia wieder unten schläft. Weil es halt auch irgendwie blöd, jeden Tag hier alles das Bett machen und alles Sofa machen. Guckt euch mal das Sofa da hinten an. Mia hat vorhin eine Butze gebaut, ne? Mal schauen, ob das gut geht oder ob wir heute Nacht Besuch von Mia bekommen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt ins Bett. Ich gucke jetzt noch das Promi-Dinner vom letzten Wochenende zu Ende. Da habe ich noch, glaube ich, 10 Minuten oder nee, 20 Minuten. Koya kommt. Und dann habe ich auch schon das neue Promi-Dinner aufgenommen. Sowas gucke ich manchmal gerne. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.